Ja, Guru. Ein sehr umstrittenes Thema. In der Yoga-Tradition ist es aber schon wichtig, einen Guru zu haben, als das orientierende Licht. Um ein Kerzenlicht anzuzünden, benötigt man eine andere brennende Kerze. Genauso benötigt ein noch nicht Erleuchteter die Hilfe des erleuchteten Gurus von Swami Shivananda. Darauf werden wir jetzt auch gleich nochmal eingehen. Warum das so ist. Wie wird Guru übersetzt? Also konkret übersetzt ist es der Beseitiger von Dunkelheit und Ignoranz. Das ist ja im Grunde eine sehr interessante Vorgehensweise. Also das bedeutet nicht, dass er der Geber von allen Dingen ist, nicht? Also er ist eigentlich einer, der nur was aus dem Weg räumt. Welche Beseitigungsfaktoren haben wir denn? Ja, Vorurteile, mentale Konditionierungen. Mentale Blockaden, emotionale Einstellungen, die sehr stark bewertend sind, wie wir das ja schon zum Thema die Bereinigung der mentalen Probleme Teil 2 kennengelernt haben. Aber auch alle anderen Hindernisse, die so eine spontane Klarheit verschleiern können. Es ist so, dass uns auch hier wieder klar sein sollte, dass die Beseitigung von angehäuftem Müll ein höheres Gewahrsein unseres Seins und der Gesamtexistenz entwickeln kann. Gut, welche Mittel hat denn ein Guru? Ganz konkrete persönliche Instruktionen, also wie jemand praktizieren soll zum Beispiel, aber auch ganz inspirativ durch sein eigenes Verhalten. Das ist auch sehr interessant, da muss er gar nicht so viel tun. Und das ist auch spannend zur Rechtweisung bei Aktionen, die dem Naturell des Aspiranten widersprechen, dann geht man von adharmik aus. Und das ist witzig, weil es könnte ja auch sein, dass es eine Aktion ist, die für einen normalen Menschen ja bewertend irgendwie negativ ist, aber der Guru sieht, nee, das muss jetzt sein für diesen einen Aspiranten, weil es halt seinem Naturell entspricht. Oder halt in dem Moment umgekehrt Aktionen zu beenden, die eigentlich seinem Naturell nicht entsprechen. Und stattdessen dann zur Hinführung zu Handlungen, die der gesamten mentalen und physischen Struktur entsprechen. Also es kann jetzt zum Beispiel auch sein, dass jemand schnell ausrastet. Ja, und wenn der Guru sagt, ey, das braucht er jetzt, dann ist es okay, bis es ausgetobt ist und jemand dann hingeführt wird zu etwas, was dem Ursprungskern ja auch trifft. Umgekehrt kann es aber einen Aspiranten treffen, der nicht so ausrasten sollte und in dem Moment vielleicht gestoppt wird. Ich glaube, das ist ein Thema, was wir im Westen nicht so gut akzeptieren können, weil wir dieses, was dahinter steht, noch nicht so verinnerlicht haben. Also diese Idee von der Gesamtentwicklung, nicht? Ja, die Guru-Schüler-Beziehung. Man sagt im Yoga, dass das die allerhöchste Liebesbeziehung ist, weil sie ja im Grunde nicht menschlich zu definieren ist. Also über das persönlich-menschliche hinausgeht. Ja, wie sollte sich der Guru verhalten in dieser Beziehung? Er sollte sich dessen bewusst sein, dass er im Grunde nur Hilfsmittel ist, wie gesagt, zur Überwindung der mentalen Blockaden. Soll aber auch diese unterstützende Stärke besitzen für die Entwicklung. Die braucht er. Dafür muss er ja in sich auch schon sehr stark und vollkommen sein und auch eine unendliche Liebe besitzen, damit das auch zu einer Freude wird in diesem Entwicklungsprozess. Interessant ist es, dass der Guru im Grunde wenig physisch zu betrachten ist, also eher so einen subtilen Einfluss hat. Also der ist nicht so konkret, ja, der ist halt da und anwesend, aber eigentlich eher durch das, was energetisch durchschwingt oder was er manchmal so durchfließen lässt. Soll sich dessen bewusst sein, dass er im Grunde nur Instrument dieser göttlichen Essenz ist und so eine Art Tor zur Unendlichkeit ist. Er hat halt kein persönliches Interesse an den Menschen, an den Aspiranten, sondern nur Interesse an dem großen Ganzen, wohin quasi der Aspirant kommen soll. Also an die Realisierung der reinen Wahrheit, also der Unendlichkeit, die hinter der physischen Welt steht.
Umgekehrt hat auch der Schüler im Grunde keine physische Sichtweise auf den Guru, also er sieht den nicht körperlich, ja, sondern wirklich als so eine Art Substrat, was sich da bewegt und immer nur im subtilen Einfluss ist, in der subtilen Beeinflussung ist. Trotzdem ist es schon wichtig, dass der Schüler sich dem total hingibt. Also das ist ja, beinhaltet ja auch Vertrauen, was wir vielleicht so, womit wir auch unsere Probleme hier im Westen haben, was vielleicht auch nicht schlecht ist. Das wirklich sehr kritisch zu betrachten. Der Fokus des Schülers soll das spirituelle Bestreben sein. Genau. Und das Bestreben ist im Grunde, dass man die Einheit des individuellen Selbst mit der unendlichen Natur des Gurus quasi erfasst. Ja, also letztlich ist ja der Guru nur ein Sinnbild des Substrats, des unendlichen Substrats und quasi darin manifestiert und damit will man eins werden. Ja, wie gesagt, das kann man sehr kritisch betrachten und soll man auch. Die Guru-Tradition, ja, also im Grunde gibt es unterschiedliche Religionsausrichtungen, die ja immer ihren Guru hatten, wenn man das so bezeichnen möchte. Und die wiederum ihre Jünger hatten, wie Jesus zum Beispiel, Buddha auch. Also ja, Figuren, die sich quasi haben personifizieren lassen und dann aber auch wieder gegangen sind. Und dieses Gegangene hat sich dann wieder umgewandelt in einen Geist. Und Jesus sagte dann auch, und dieser Geist, der sei jetzt auch dann mit euch, nachdem ich gegangen bin oder gehen werde. Wichtig ist dabei, dass diese Gurus immer bei der Wahrheit bleiben, beim Bewusstsein und beim Segen, also von der Essenz, aus der sie stammen, dass sie diese Traditionslinie halten, weil nämlich sonst der Guru diesen mystischen Aspekt im Grunde verliert. Wenn damit zusammenhängend auch Regeln, Gesetze, Rituale und Formalitäten eine Rolle spielen, muss man diese dementsprechend auch einhalten. In Indien gibt es einen Guru Purnima im Juli. Also an einem Tag des Vollmondes, wo man quasi seinen persönlichen Guru-Tag hat und dem Guru dann entweder körperlich oder rein mental ja, sich gegenüberstellt, sich dankend gegenüberstellt. Wie finde ich meinen Guru? Das ist die ewige Frage. Ja, die Schriften empfehlen im Grunde, Satsangas zu besuchen, also spirituelle Vorträge von Weisen. Aber dabei auch zu gucken, dass man seinen Guru nicht nach Lust und Laune wählt. Also im Grunde aber auch im Vertrauen zu sein, dass dieser zum richtigen Zeitpunkt kommen wird. Wichtig ist natürlich zu beachten, dass er ein Sadguru ist, tatsächlich einer, der voll erleuchtet ist und in der Kontinuität, in der Einheit mit dem Absoluten steht. Sonst wird es wieder zu einer missbräuchlichen Beziehungssituation. Ja. Auch sollte man darauf achten, dass so ein Guru im Grunde seine eigene Individualität ja nicht so in den Vordergrund steht, mehr noch, dass es ein ganz, ganz schmaler Aspekt seines Gesamtseins ist. Also eher ist es so, dass er im konstanten Zustand des höheren Bewusstseins ist. Ihr merkt, dass es bestimmt, das ist einfach sehr schwer zu finden, ne? Also der sich dessen bewusst ist, dass er nur reines Instrument des Unendlichen ist. Und ein automatisches Fließen seiner oder dieser durchströmenden unbegrenzten Kraft dann auch in das Umfeld zulässt. Ja, also ich denke, hier im Westen ist es schwierig, jemanden in der Form zu finden. Vermutlich aber auch in Indien, weil es schnell zu so etwas Menschlichem werden kann. Einfach viel zu schnell. Also ich habe deswegen gesagt, okay, ich mache das alles so gut es geht mit mir selbst aus und kommuniziere mit vielen Lehrern in Indien, die mich in diesem Weg unterstützen. Aber das kann ja jeder für sich selbst dann auch herausfinden und neu entscheiden. Ja, viel Spaß mit deinem. Bis dahin, tschüss.